So Leute, hallo und willkommen wieder mal zurück in Stalker Shadow of Chernobyl und wir sind gerade in Cordun angekommen, wie ich ja letztes Mal schon erwähnt habe. Und ja, wir haben auch gleich ein neues Versteck auf unserem Radar und das gehen wir jetzt gleich mal plündern. Oh. What the? Das ist ja wie erst, wenn eine MG hier durchschießt. Klingt nach einer MG42, ja. So. Wo haben wir denn? Wo haben wir? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Haben wir hier? Hier? Nein. Wo ist hier? Hier sollte ein Versteck sein. Dann gibt es hier vermutlich entweder einen Keller oder einen Dachboden. Gehe ich mal stark davon aus. So, einen Keller haben wir. Jawohl. Runter. Runter. Danke. Da haben wir Dose. Und da finden wir ein bisschen Dosen. Ja, naja, auch gut. Aber das war noch nicht das Versteck. Wo ist es? Wo ist das Versteck? Da haben wir noch einen Raum. Da haben wir eine kleine Werkbank, aber das Versteck sehe ich nicht. Ja, spinne ich. Ich schalte mal das Licht an. Okay, ich kann hier zwar reingucken, aber ich sehe hier nichts. Nein. Schauen wir mal ein bisschen tiefer. Nein, nein. Nein. Da sehe ich nichts. Ja, wo ist denn das? Hier haben wir nichts. Nein, nein, nein. Gut, dieses Versteck kannte ich nämlich noch gar nicht. Jetzt bin ich auch ein bisschen überfragt, wo das hier sein soll. Ja, da sage ich doch Dachboden. Na, hüpf rein. Jawohl. So, und hier haben wir auch schon das Versteck durchsuchen. Und, oh, ein Artefakt. Haben wir hier wieder. Na, super, schön zum Verkaufen. Ja. Brauchen tun wir es eh nicht. So, das heißt, ab zum... Wie ist der Typ nochmal? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, Baruji Obrau. Nein, so hieß er nicht. Der Typ halt. Der da. Hast du die Beute? Der Sidorovic, genau. Ha. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und Auftrag erfüllt, hier ist eine Belohnung, 1500 Geld. RGD 5 Granate, oh, die werden später noch lustig. Und für das Lager vernichten. So, handeln. Und jetzt kannst du hier mal haben. Von dem Zeug kannst du mal ordentlich haben und das Pistölchen kannst du haben und 9x19er PBS 1, Moment, ist die eigentlich besser? Die ist eigentlich komplett gleich. Die hat 9x19er. Die ist gleich gut, aber die bringt mir, wenn wir sie verkaufen, mehr. Tja, das ist natürlich eine gute Frage, was wir jetzt nehmen. Das ist 9x19er Munition. Ja, ich bleib trotzdem bei meiner. Da ist es mir eigentlich egal. So, dann haben wir hier Gepresstes. Gepresstes haben wir schon oft genug gefunden. Das kann er haben. Einen Dorn kann er auch haben. Wir haben eh genug andere Artefakte. Den Rest behalte ich mal. Die Granaten kann er haben. Medikits haben wir jetzt mal auch genug. Und das Teil kommt noch weg. So. Dann. Handeln. Nicht schlecht. Hast du heute richtig gutes Zeug dabei? Ich hab dir doch nur meine Schrott verkauft. Und wir haben noch einen Pseudohundeschwanz. In Ordnung. Wenn du mehr davon hast, schau mal wieder rein.
Moment mal, so, jetzt muss ich mal kurz speichern hier. Wir hatten doch, glaube ich, auch mal irgendwo Gegend vom Mutanten Schwanz eines Pseudohundes. Ich bin dabei. So, ich bin hier wegen des Auftrags. Ja, und wir haben jede Menge Spitzgeschosse erhalten. Und natürlich 1500 Kohle. Sehr schön. Was Spitzgeschosse war. Ach Mann, für die Schrotflinte. Wir benutzen doch schon lange keine Schrotflinte mehr. Wenn es hier wenigstens eine richtige Schrotflinte geben würde. Hast du heute richtig gutes Zeug dabei. So muss das laufen. Das hast du mir gerade gegeben. So, jetzt schauen wir mal. Was hat er denn noch? Spezialaufträge. Du hast noch nicht mal den letzten zu Ende gebracht. Gebiss eines Blutsaugers besorgen. Ja. Den Handelsvertreter töten. Ich bin dabei. Und zwar werde ich jetzt mal kurz auf den PDA schauen. Der Handelsvertreter, der müsste nämlich... Oh, wo ist denn der? Ha, der ist ja direkt da hinterm Bahndamm. Ja, den werden wir uns gleich mal schnappen hier. Den werden wir uns wirklich gleich mal schnappen. So. Ich danke. Ich schnapp mir jetzt den Handelsvertreter. Und, ach, da haben wir noch zwei Artefakte. Nehmen wir noch mit. Dann mal gute Jagd, Stalker. Ja, in dem Fall wirklich. Den werden wir jagen gehen, ja. So. Dann auf. Schön speichern. Und dann laufen wir mal kurzerhand darüber. Und dann töten wir den Handelsvertreter. Ja, den ganzen Weg haben wir ja eigentlich eh schon gesäubert. Ich mache gern solche Nebenaufträge. Das bringt immer ein bisschen Abwechslung rein. Da muss man auch nicht über eine Geschichte nachdenken. Beziehungsweise man kann sich selber so ein bisschen ein kleines Bild machen, ja. Handelsvertreter, ja warum? Warum will der denn jetzt, dass der weg vom Fenster ist? Will der eigentlich nur das Monopol hier haben als Händler? Oder führt da was im Schilde? Oder ist der eine nur ein Gauner und sie sind ihm auf die Schliche gekommen? Und ja, man kann sich so ein bisschen selbst so ein kleines Bild versuchen zu machen von der ganzen Geschichte hier. Und, oh, jetzt wird das Versteck endlich mal oben angezeigt. Das werden wir uns natürlich auch noch holen. Und Handelsvertreter. Oh, der ist mir freundlich gesinnt. Beziehungsweise neutral. Und da haben wir auch schon den Handelsvertreter. So, kannst du mir irgendwas Interessantes erzählen? Wie soll es hier was Neues geben? Stell dir das hier wie ein Kindergarten vor oder eine Vorschule. Zugegeben, wenn du hier nicht abhängst, bist du in der Zone in der spätestens 5 Minuten geliefert. Die Schlauen bleiben eine Weile hier, dann gehen sie weg und nur der Teufel weiß wohin. Hier kannst du den Durchbruch mit Munition oder Waffen schaffen, keine Frage. Machen alle so. Okay, bis dann. Dann bist du jetzt tot. Ja, der hat ja nicht mal was dabei. So, und ich mache hier jetzt wieder einen kleinen Cut. Denn ich glaube, es wird mit der Zeit nämlich ein bisschen eng. Oder? Ach, dann überziehen wir halt mal. Ist doch wurscht. Wird der Part mal eben länger als 15 Minuten. Ich glaube, ich habe jetzt 13 Minuten, könnte das sein? Diese Uhr immer. Irgendwie schaue ich hier immer falsch, keine Ahnung. Ich muss da rüber. Ach, verdammt. Ich muss da rüber. So, speichern. Na, probieren wir es mal lebend hier rüber. Nochmal speichern. So. Hüpp. Wow. Geschafft. So. Hüpp. Ja, gehst du hier. Ne, hier rauf. Ich will hier. Rauf. Ja, geh rauf. Ist mir wurscht, wo du rauf gehst, aber ich will hier rauf. Oh Mann. Ja, endlich. So. Dann hier rüber.
darüber. Und jetzt hierauf. So, und da haben wir das Versteck. Und es ist ein Dorn. Wieder mal. So. Dann jetzt hier mit Anlauf. Yep. Jawohl. Rüberspringen. Hup. Aua. Hey, nicht so grob. Wir sind doch hier. Ach doch, sind wir in der Zone. Ja, dann zurück. Und Auftrag erledigt. Belohnung kassieren. Artefakte verkaufen. Und dann wieder Richtung Bar zum Wirt. Und die Hunde sitzen da unten immer noch. Ja, das ist ein ewiger Kampf da unten. Der hört nie auf. Ist aber trotzdem irgendwie lustig da zuschauen. Obwohl, wir gehen weiter. Wir wollen ja mal weiterkommen. So. Ach, ich schmeiß mir jetzt einen Stalker-Drink rein und Vollgas. Dass wir hier immer warten, dass die Ausdauer wieder voll wird. Und durch das Gebüsch und rein in den Bunker. Hui. Mit einem schönen Sprung und... Hast du was Wertvolles? Ja, das auch. Und ich bin hier wegen des Auftrags. Und wir haben Gegenstand erhalten, gepresstes. Toll. Ja, dann können wir gleich mal handeln gehen. Und zwar, ich verkaufe dir so eins, ich verkaufe dir zwei solche und ich verkaufe dir einen Steinblut, denn das brauchen wir auch nicht. So. Und dann haben wir schon wieder 2600 plus gemacht und das ist schon mal gut wieder. Haben wir sonst noch etwas? Nein. Nicht schlecht. Hast heute richtig gutes Zeug. So muss das laufen. Ja. So, gut, dann mache ich hier jetzt einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und zwar beim... auf der Müllhalde. Ja, Müllhalde. Also, bis denne.